Kuckuck. Da ist er wieder. Herzlich willkommen zurück bei Jack Zockt Tomb Raider, das Original von 1996. Ja. Und wir sind in der letzten Folge hier an der Stelle stehen geblieben. Das Geheimnis da drüben habe ich mir geholt. Ja. Dann sind wir von dort aus runtergehüpft und jetzt bin ich wieder hier hochgetrampelt. Ja. Auf den Tacho geguckt. Sollte passen. Ja. Jetzt muss ich hier. Aber keine Ahnung, wo es hier hingeht. Aber das werden wir schon rausfinden. Aber wir brauchen sogar noch zwei Geheimnisse. Da ist ein Schalter. Habe ich den Schalter gezogen? Ich denke mal schon. So, darüber geht's. Habe ich den Schalter gezogen? Ich glaube schon. So, wo geht's jetzt hin? Da runter. Da runter. Da runter. Ja. Hier runter. Mhm. Ja, hier Nike. Da kann ich runter. Und wups. Ja, nicht, dass die gute Lara hier wieder hier kaputt geht. So. Da unten sind wieder solche zwei hässlichen Kreaturen. Da liegt erstmal ein Medipäckchen. Ist das ein Geheimnis? Was ist denn hier drüben? So, ich speichere das ganze Ding aber jetzt erstmal ab hier, bevor ich hier runterstürze und die ganzen Wege nochmal rennen muss. Ja, oh, und? Öpf! So, komme ich hier wieder hoch? Jo. Ja, was ist hier hinten? Nix. Das ist ein Geheimnis. Ey, für Geheimnis liegt das Ding zu offen da. Die Frage ist bloß, ob wir hier den ganzen Weg wieder zurück hochkommen. So, was ist hier? Mit den Dingern konnte ich nichts anfangen, oder? Nö. Jo, Und rüber da. Und darüber, oder wie? Ja. Das hätte fast geklappt. Mit runterfallen. Dann bin ich wieder hier. Ich muss weiter runter. Okay. Wie komme ich weiter runter? Hier so. Und rückwärts. Kannst du die schon erschießen von hier oben? Weiß es nicht. Weiß es auch nicht. Oh, hier rüber, ja. Das war so eigentlich nicht geplant. Ja, super, die sind noch nicht getriggert oder was? Warte, warte, jetzt haben wir gleich. Da hüpfen wir. Was? Drauf geschissen, ich speichere das jetzt hier ab. Ja. Wir kommen wieder hier, wenn ich nicht weiß, wo ich mich verstecken soll. Da sehe ich schon, komm. Was ist denn hier? Ich glaube, hier kommt sie nicht weiter, die Lara. Da komme ich irgendwie raus dann wahrscheinlich. Hm. Ja, genau so. Na? Wo ist der andere? Da. Es gibt kein Entrinnen, Lara wird dich finden. Ja. Jetzt können wir uns auch hier umgucken. Umklotzen können wir uns hier. Kommst du bis hier hoch? Ja. Ach, verdammt. Die Frage ist, was will ich hier oben? Muss ich von hier aus irgendwo hin? Das werden wir gleich rausfinden. Äh.
Da war gerade so noch so eine dunkle Ecke. Ja. Was ist denn hier? So, hier hinten? Hier sieht es aus, als ob es hier irgendwas gäbe. Aber die dunkle Ecke da unten, was war denn dort? Speichern. Ich gehe mal nochmal runter hier in die dunkle Ecke gucken. Wenn ich dort unten nichts finde, kann ich neu laden. Weil die Geheimnisse, die können sich ja überall verstecken, haben wir ja festgestellt. Aber ich glaube, hier ist nichts weiter. Oder wir verstecken irgendwelche Kisten wieder so gekonnt, dass man hier die gar nicht finden kann. Was ist, wenn ich hier drüben mal dran hopse? Hüpfe, hier. Genau das. Jo. Hier, warte mal. Wir laden das Ding jetzt mal hier. Dann gehen wir mal hier runter. Ich schätze, hier rennt auch wieder irgendein Biest rum. Und hier ist was zum Runterrutschen. Von da oben aus. So. Was ist hier? Was ist das? Ach du Scheiße, das was dort steht, das gefällt mir gleich mal gar nicht. Ja. Ja, das ist Mist, dass ich nicht schon vorher auf die rumballern kann. So. Was ist hier unten? Oh, hoch hier. Muss ich da hoch oder was? Von da oben komme ich auch noch hier runter. Ja, hier kommt sie nicht drauf drüben. Ich bin mir gerade unschlüssig, was ich hier soll. Und ups, halte ich fest. Da oben drauf. Was ist denn dort oben? So, da hüpfen wir mal. Warte, hier rüber. Ja. Von hier aus. Da hoch. Schön festhalten, Lara. Nicht, dass du mir hier in die Tiefe segelst. Ja, und jetzt dort drüber. Ja. Loslassen, ja, sie mir hier zu weit rennt. Aber das können wir so machen. Oh. Ich würde mal fast davon ausgehen, dass wenn ich jetzt hier runterrutsche, dass die Dinger da hinten wach werden. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ja, so hörst du schon. Das war einer, das waren zwei. So. Jo. Hätten wir die auch getötet. Und jetzt ist die Frage noch, was ist hier hinten? Oder ist hier bloß wieder eine Falle? Versteckt sich hier wieder ein Schalter irgendwo? Also wie irgendwelche Kisten sieht das hier nicht aus. Das Blöde ist bloß, dass ich hier nicht drauf kann. Jo. Ja. Das sind so Objekte, wo sie nicht drauf kann. Kann ich damit irgendwas machen? Kann sie hier drauf schießen? Nö. Was soll ich hier unten? Oder war das bloß hier, damit ich diesen Viechern in die Arme renne? Jo.
Ist hier irgendwo eine Kiste versteckt ist, so und danach sieht es auch nicht aus. Ich bin mir momentan nicht sicher, was ich hier soll. Oder muss ich hier wieder irgendwelche bestimmten Platten hier anlaufen? Ja, dass das hier so Platten sind, wo hier irgendwas dann aufgeht. Wäre ja jetzt nicht das erste Mal. Ja, nu? Und jetzt? Wir brauchen noch eine Platte für ein Artefakt. Wir haben nämlich hier... Wo ist das Inventar? Hier oben. Ja, wir haben ein Ankh-Kreuz. Wir haben ein Auge des Horus und wir haben ein Siegel von des Anubis. Ja. Ich habe extra auf den Dach geguckt, aber ich war... Scheiße. So. Wo jetzt hin? Hier hinten gibt es auf jeden Fall erstmal einen Gang, wo die Schräge nach oben führt. Hier unten. Na ja, klar. Was ist damit hier? Das sind ja so Objekte, mit denen ich nichts anzufangen weiß. Und hier hinten. Ich bin gerade etwas, naja, verwirrt und hilflos. Weil ich schon wieder nicht weiß, wo ich hin soll. Steckt sich hier irgendwo eine Kiste oder sowas? Auch nicht. Gibt es noch irgendwo irgendwelche andere Ecken, wo ich hin kann von hier aus? Nein, 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 einen Schritt zurück. Auch ja. So, hier rüber. So, hier rüber. Zieh dich hoch. Was ist dort hinten in der dunklen Ecke? War ich dort schon? Ich glaube schon. Wo verflucht doch mal soll ich hier hin? Hier hinten unten ist bloß das Loch. Ja, was ist hier dahinter? Kannst auch nichts machen. Was ist denn hier? Das sieht so komisch aus, hier so gestreift. Also Kiste ist das keine. Hier hoch. Oder ist das bloß eine Falle hier unten, dass ich denke, hier ist irgendwas. Dabei sind nur die beiden Dinger dort unten. So. Abspeichern, bevor die Lara hier wieder nach unten segelt. Ich bin mir gerade, wie gesagt, überhaupt nicht sicher. Keine Ahnung, was hier los ist. Den Weg zu irgendeinem Geheimnis habe ich auch noch nicht ersinnen können. So, da sind wir gleich wieder oben. Haben aber noch nicht viel gekonnt hier. Ja.
Ja, Leute. Ich bin gerade etwas verwirrt. Hier unten ist auch nichts. Aber da war halt bloß dieser eine Gang hier, da unten. Wie gesagt, ich weiß momentan. Was war denn das für ein Schalter? War das einer für so eine Planke dort oder? Hab ich jetzt Schwein gehabt, dass es dort noch nicht bis ganz nach unten ging? Ja, okay. Mach wieder runter. Boom. So. Was ist denn? Ach nee, von da oben. Da oben konnte ich hingehen. Nein. Das hatte ich alles schon eingesammelt hier. Nee, hier kommt sie nicht hin. Nein, lauf doch mal nach hinten. Das wird sie kaum, hier ist wohl kaum eine Kiste versteckt, oder? Ja, hier drüben war doch bloß das Geheimnis auf der Säule. Oder war hier hinten noch mehr? Ach Mensch. Nein. Oder so. War hier hinten noch was? Nö. Ich wüsste jetzt nicht, was ich hier in der ganzen Ecke hier soll. War ich dort hinten bei dem Schalter schon? Ich glaub, ja, ja. Bei dem Schalter, ja, hüpf mal hoch hier. Ich glaube, wir werden in dieser Folge nichts weiter finden. Nö. Also hier habe ich momentan noch kein nichts gefunden, was hier irgendwo Sinn ergibt. So, hier stand ja auch dieser Weiße rum. Ja, wo ging's hier hin? Da runter. Ja. Hier war auch nichts. Keine Ahnung. Was war hier? Den Schalter hatte ich gedrückt gehabt. Das war hier. Ja. Dort liegt was drauf, das sehe ich doch. Und wie komme ich dorthin? Oder kann sie sich hier irgendwo festhangeln? Wo kommt da kein Schwein hin? Dort, wo das Weiße steht, das Ding. Von der Säule aus, der Sprung ist doch viel zu weit. Ich meine, ich kann es probieren, aber... Auf die Säule mit dem Geheimnis, von dort aus dann rüber zu dem... Die Frage ist dann aber, ob sie sich dann dort drüben festhält. Ja, vorsichtig, vorsichtig. Na, ein Stückchen rüber musste noch. So, und jetzt hier lang. Genau. So. Das speichern wir natürlich ab. So, und hier rüber. So. Komm ich bis dorthin? Nee. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Das fällt aus. Dort kommt die nie unten rein. Denn selbst wenn, dann verreckt sie. Aber, warte mal, warte mal. Laden, ja, ja. Uiuiuiuiui. Oh, ich habe die falsche Richtung gedrückt oder was? Warte mal, warte mal. Ja, nimm mal das da. Na, super, guck dir mal, das ist sogar Geheimnis. Oh, hervorragend. Super, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Brauchen wir noch eins. Mal von, wo kommen wir denn von hier aus hin? An keine Stelle, die wirklich wichtig wäre. Ja. Da drüben den Schalter, den habe ich schon betätigt. So. Wo sind wir hier jetzt? Stimmt, ich gucke mir jetzt mal hier unten das an. Bevor wir dort oben in der Ecke langlaufen oder rumrennen, wo ich nicht weiß, was los ist. Wie gesagt, ein Geheimnis steht ja auch noch aus. Da können wir das Ding hier auch speichern auf dem Platz. Speichern. So, hangel dich runter hier, komm. Rüber daneben. Ist hier irgendwas? Wir klettern gleich nochmal da hoch. So, bevor wir hier runter trampeln, kletter ich jetzt erstmal da hoch. Ja. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, Lara. Alles gut. Alles gut, mein Schatz. Ja. Geheimnis Nummer 3. Hätten wir alle Geheimnisse gefunden, das muss ich festhalten hier. Ja. Wir müssen uns sicher gehen. Bevor ich hier irgendwas hier wieder vermatsche. Wo hatte ich das Ding? Ich bin ziemlich sicher, das waren drei Geheimnisse, was hier. Der Obelisk von bla bla bla. Ja, Obelisk. Ja. Secrets 3. Diese Secrets haben wir eingesammelt. Super. Brauchen wir danach also nicht mehr gucken. Wir haben alle. So, super. Superb. So. Was gibt's hier drüben? Ich glaube, das wird. Oh, was liegt dort noch? Ja. Ja, mumpeln. Ja. Komme ich von hier aus irgendwo runter? Nö. Ups. Uff. Oh, hier rüber. Okay. Von hier aus irgendwo hin? Ach. Uiuiui. Ja. Was ist hier? Ach so, hier komme ich wieder dorthin, wo ich erst nicht lang wollte. Hier oben war ich gerade Geheimnis holen. Ja. Dort drüben kommen wir wieder runter, die Treppe. Aha. Okay, okay, okay. Aber ging es doch auch noch irgendwo hin? War da nicht auch noch ein Gang? Da habe ich das gerade falsch in Erinnerung. Ich meine, das war vor 2 Minuten. Nö. Alles gut. Ja.
Jetzt gehen wir erstmal hier ringsrum und dann gucken wir mal, ob wir nach hier weiter runterkommen. Wir müssen im Prinzip nur noch den Schalter finden. Hier für das eine. Ach nee, von da drüben bin ich angekommen. Ja. Was gibt's hier? Ach, hier geht's auch runter. Okay. Klettern wir mal hier rüber. Was wollen wir hier in der Ecke? Hier gibt es erstmal gar nichts, aber bestimmt hier unten, oder? Ich habe das irgendwie im Urin, dass ja, irgendwelche Dinger gleich auftauchen, die Lara wieder zerfleischen wollen. Nein. Wie lange ist das überhaupt? Um 18 Uhr durch. Und jetzt? Was für ein Ding? Ja, hier kommt garantiert gleich. Ich hab das gewusst. Ach, Scheiße. Hat nicht mehr gelangt. Ich habe das gewusst, dass sowas kommt. Das habe ich wirklich hier oben nicht gespeichert. So. Wir klettern aber nicht die ganzen Wege jetzt hier runter. Wir klettern. Nee. Komm. Kommst du hier hinten durch? Ach. Da rennen wir halt so rum. Die schnellste Art und Weise hier runter. Ja, wie gesagt. Das war so vorhersehbar. Und jetzt hier runter. Und unten, bevor wir dann ganz bis ganz nach runter gehen, erstmal speichern. So, hier geht's runter. Oh, hier auch. Ja. Nee. Bis wir doch wieder bis da drüber klettern. Wir hätten auch drüben runtergehen können. Das werde ich auch tun. Ja, hilft doch mal auch hier. Mensch. Schätzchen. Oh. Hey! Ja, wisst ihr, so blöd ist er. So blöd ist er. Ja. Das Abbremsen hier mit Lara ist nicht einfach. So, ja. So, und hier runter. Ja. Nee. Hier. Und wie ihr gemerkt habt, hier wollte ich hin. Um mich vor denen zu schützen. Ja. Das speichern wir jetzt mal hier. Speichern. Ja. Auch da. Auch da. Auch da. Auch da. Du brauchst doch nicht gleich auseinanderzufallen. Okay. Jetzt gucken wir uns hier unten erstmal um.
So, was ist hier hinten? Gar nichts. Auch nichts. Ihr wollt mich auf Hane biebeln hier. Es sind ein paar Drecksäcke, ehrlich. Jetzt bin ich runtergerannt, wäre fast verreckt hier wegen nichts. Es ist wirklich böse gemacht. So, dort unten oben sind wir ja schon lange, sind wir ja schon lang gekraxelt. Oder? Sind die dort lang gekraxelt? Keine Ahnung. Ich geh einfach mal wieder hier hoch. Warte mal, ich guck nochmal explizit nach hier unten, aber. Ja. Da muss ich mit den Dingern hier irgendwas machen. Die sind bloß Deko. Ich wüsste nicht, was ich mit den Dingern anfangen soll. Ja, dann passiert sowas. Die irgendwo dran hochhüpfen geht auch nicht. Das Ding zu zerschießen geht auch nicht. Ich bin gerade etwas aufgeschmissen hier. So. Aber immerhin haben wir die Geheimnisse gekriegt. Die restlichen beiden, die wir brauchten. So. Wo komme ich denn dorthin? Ach, so bin ich dann runtergefallen und da kam der von hinten nur raus. Okay. Ja. Uff. Ja. Dort oben? Dort waren wir gewesen, dort war nichts. Wir sind darüber, darüber und darüber. Was ist denn dort hinten für ein Loch? Oder ist. Hä? Da hinten dieses Fensterchen, was ist denn das für ein Ding? Komme ich dort irgendwie dahinter? Ich weiß es nicht. Ja. Und ich würde sagen. Oder wie lange haben wir noch? Wo bin ich hier? Ja. Müssen wir mal umgucken. Wo hier ist hier noch ein Schalter, den ich noch nicht. Dort oben war ich. Ja. Das Ding dort brauchen wir noch. Waren sie dort oben schon? Achso, ja, na klar, na klar, na klar. Von dort sind wir hier rüber gehüpft. Also jetzt gucken wir hier unten im Wasser nochmal nach. Irgendwas werden wir schon finden. Dann würde ich das ganze Ding jetzt mal hier abspeichern. Und mich für heute verabscheuen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf Wiedersehen.